Krieg, was ist das eigentlich? Ein schwergewichtetes Wort. Manche machen gedanklich eine kleine Pause, fahren aber mit ihrem Alltag fort. Wie sehr können wir dieses Wort verstehen und inwiefern können wir uns mit diesem Begriff befassen? Wie sehr können wir diese ferne Realität begreifen und uns auf unseren Verstand verlassen? Um zu verstehen, was anderen Menschen fehlt, müssen wir erkennen, was wir haben. Ein Haus, in dem man sorgenfrei leben und ruhig schlafen kann. In dem man nicht jeden Tag befürchten muss, dass alles in Luft aufgehen könnte, ohne zu wissen wann. Ein Leben, in dem man nicht von einem Tag auf den anderen plötzlich alles verliert. In dem man von einem Staat beschützt wird und nichts gesetzlos passiert. Eine Heimat, in der unschuldige Kinder, die noch so viel Leben vor sich haben, ihr Leben nicht frühzeitig beenden müssen. In der ahnungslose Kinder nicht gefährdet sind und in der es keine Tote gibt, nur für den Sieg. Um zu verstehen, was anderen Menschen fehlt, müssen wir erkennen, was wir haben. Ein Leben ohne Krieg. Menschen, die in Wohlstand leben und aufgewachsen sind, vergessen oft, dass es eine andere Realität als ihrige gibt. Sie leben in einer Blase. Sie sind leicht gekränkt, sie stehen sich selbst im Weg und sind zerbrechlich wie eine Vase. Viele sind mit ihren scheinbaren Problemen überwältigt und leben vor sich hin, als gäbe es kein Links und Rechts. Kurz gesagt, wie ein trabendes Pferd. Ihre scheinbaren Konflikte bringen mein Blut zum Kochen, wie das Wasser auf einem Herd. Wie schlimm ist es, dass Anna gestern ihren Ex mit einer anderen Hand in Hand gehen sah? Wie schlimm ist es, dass Markus schon wieder bei der Theorieprüfung des Führerscheins durchgefallen ist? Wie schlimm ist es, dass Martha nicht zur standesamtlichen Hochzeit ihrer jahrelangen Nachbarn nicht eingeladen wurde? Alles wahrlich tragische Situationen. Shaban Aslim ist ein Mann aus dem Gazastreifen, Palästina. In der letzten Woche wurde seine Buchhandlung von israelitischen Raketen zerstört. Sein Geschäft war sein ganzes Leben, er wurde aber von keinem gehört. In einem Interview sagte er, er und seine Familie haben in schlaflosen Nächten hungern müssen, um Geld für sein Geschäft zu ersparen. Aber all seine Ersparnisse, seine Hoffnung, sein Traum, seine Lebensquelle, sie sind in das unaufhaltsame Feuer geraten. In seinen Augen sah ich eine erschütterte Seele und ein zerbrochenes Herz. Dem Mann wurde der Boden unter den Füßen genommen und zurück blieb ein unheilbarer Schmerz. Ich möchte jetzt auch die Gelegenheit nutzen, um die Namen einiger verstorbener Kinder zu nennen. Mohammed Suleiman, 15 Jahre alt. Rahaf Al-Masri, 11 Jahre alt. Miriam Delbani, 2 Jahre alt. Und Ismail, 6 Jahre alt. Mit diesem Text möchte ich an alle appellieren, die Augen zu öffnen, über seine Landesgrenzen hinauszublicken, aus der eigenen Blase herauszukommen, um zu sehen, was in der Welt passiert. Jeder mündige Bürger sollte fähig sein, Unrecht zu erkennen, zu bekämpfen, um zu sehen, wer verliert. Um zu verstehen, was anderen Menschen fehlt, müssen wir erkennen, was wir haben. Ein Land, in dem nicht das Gesetz des Stärkeren herrscht und in dem alle in Frieden leben können, ohne zu klagen. Ein Leben ohne Krieg. Danke.